Hi. Könnt ihr mal kurz so reinrufen, wie bei so einem Konzert? Ich stelle mal kurz ein paar Fragen. Wer von euch arbeitet? Grüß dich. Was hat jemand gesprochen gerade? Was hast du gesagt? Grüß dich. Grüß dich. Sehr cool, danke. Grüß dich zurück. Wer von euch alles ist arbeitslos? Das Licht an, damit alle sehen können, wer arbeitslos ist. Ja. Und wer studiert alles oder hat studiert? Ist ja quasi wie arbeitslos sein. Nein, Quatsch. Ich habe studiert. Aber mittlerweile habe ich keinen Bock mehr auf Studieren, weil ich irgendwann festgestellt habe, alle meine Freunde sind Studenten. Das habe ich an meinem Geburtstag festgestellt. Ich habe einen 12-Euro Sushi-Gutschein bekommen. Von 4 Leuten. Und ich habe mich schon gewundert, warum habe ich den 4 Leuten je 3 Euro geliehen? Ja, manche rechnen noch. Und was ich ja ganz lustig finde, ist auch so Geburtstagspartys, wenn so einer ein Geschenk kauft und sich alle anderen dran beteiligen und dann ausgerechnet am Geburtstagsabend alle noch so heimlich auf der Geburtstagskarte unterschreiben müssen, dann musst du so als Geburtstagskind so tun, als wüsstest du von nichts, während im Hintergrund die Leute wie so Drogendealer so heimlich so eine Geburtstagskarte rumreichen. Hey, du musst noch unterschreiben. Ach so, wer hat denn Geburtstag? Was? Gute Frage, ich frag mal kurz. Hey, wer hat denn Geburtstag? Was? Keine Ahnung, ich frag mal kurz. Hey, wer hat denn Geburtstag? Dein Sohn. Ach so, mein Sohn hat Geburtstag. Und dann kriegst du irgendwann die Geburtstagskarte und dann steht da so drauf, alles Gute zur Kommunion. Wer von euch wohnt alles in einer WG oder hat in einer WG gewohnt? Schön, ja. Ja, einer aus dem Publikum hat sich mal gemeldet, hat gesagt, ja, ich, mit meiner Frau. Und eine Sache, die ich erlebt habe, war, meine Mitbewohnerin wollte so vom Sperrmüll so einen Holzstuhl mit zu uns nehmen und die wollte den irgendwie noch reparieren oder so, der war halt kaputt. Und dann hat sie gemeint, ernsthaft, ey, wenn wir den einfach nur neu anmalen, dann funktioniert er wieder. Ich dachte so, was ist das für eine Logik? Das erinnert mich ja so an mein Mensa-Essen damals in der Uni. Also irgendwie, es gab immer 4 Gerichte zur Auswahl jeden Tag. Und das letzte Gericht war immer mit Käse überbacken. Und keiner wusste so recht, was unter dem Käse war. Es war wie so ein Überraschungsei. Konnte alles sein. Brokkoli, Schrauben, Studentenausweise, eine Hand, keine Ahnung. Und dann ging das Gerücht rum, das Gerücht, ging rum, dass unter dem Käse einfach das Reste-Essen von gestern war. Da hab ich gedacht so, Alter, den in der Küche, ist das doch auch scheißegal, oder? So, Chef, was überbacken wir denn heute mit Käse? Gute Frage, was gab's denn gestern? Ja, also gestern gab's Käseauflauf von gestern. Ja, geil, dann machen wir einfach noch eine neue Scheibe Käse drauf. Ich habe mich als Künstler selbstständig gemacht und ich arbeite in Kindergärten und mache da Sprachförderung mit den Kindern. Ich versuche den Kindern Impro-Theater beizubringen und es macht ganz viel Spaß. Vor allem, was ich so schön finde, ist, wie ehrlich Kinder sind. Das finde ich so vorbildlich. Ich merke das immer so, wenn ich dann so in die Kindergärten komme, so jede Woche. Weil viele freuen sich. Manche nicht. Und ich mache mal kurz so ein Mädel nach, das mich wirklich gesehen hat, als ich in den Kindergarten gekommen bin. So. Was? Wir haben schon wieder Impro-Theater? Ich dachte, es wäre einmal. Warum bist du hier? Und ein anderer Junge war richtig clever, der hat sich so eine perfekte Ausrede überlegt, um direkt nicht mitmachen zu müssen. Der schaut mich so an, so. Ups. Oh, kann ich jetzt wohl nicht mitmachen beim Impro-Theater. Oh, schade Schokolade. Oh, ich habe auch keine Ersatzhose dabei. So ein Fauxpas. Jetzt muss ich nach Hause. Pff.
aber manchmal übertreiben die Kinder so mit den Reaktionen. Einmal war es so, in einer Stunde haben mich die Kinder nach dem Alter gefragt. Und dann habe ich gesagt, ich bin 29. Und die Kinder, die sind vollkommen ausgerastet. So, was? 29? Oh mein Gott, du bist so alt! Oh. Andere Kinder sind so von der Bank gefallen, die haben so Schwächeanfälle bekommen, weil die noch nie so eine hohe Zahl gehört haben. So, oh mein Gott, du bist 29! Ein Vierjähriger stand so da, hat auf mich gezeigt und hat gesagt, 29? Du bist dein Opa! Und dann habe ich mich gefragt, warum hat es dieser Vierjährige gesagt? Und dann habe ich es verstanden. Weil sein Vater ist 14. Ist leider wahr. Nein, Quatsch. Doch. Und was apropos Zahlen, das find ich immer so lustig, also so interessant, wenn ich dann so zum Aufwärmen, wenn die Kinder so, dann so Verstecken spielen sollen. Und dann frage ich dann immer ein Kind, kannst du bis 20 zählen? Und dann so, ja, ich kann bis 20 zählen. Ja. Und dann. Das Ding ist, die zählen bis 20, aber was davor passiert, bis zur Zahl 20, das ist denen überlassen. Freie Interpretation. Und dann fangen die dann so an zu zählen, bevor sie anfangen zu zählen, fangen schon Kinder an, sich so zu verstecken. Und dann verstecken die sich, sag ich mal, hinter sowas. Also, und das ist jetzt kein Scheiß, die sieht man. Also die verstecken sich, aber die sieht man. Also die so, oh, hoffentlich sieht mich keiner. Währenddessen sehe ich so wie so ein Kind, es gibt immer ein Kind, das so neidisch auf das Versteck ist, weil es einfach noch selber kein Versteck gefunden hat. Egal wie beschissen dieses Versteck ist, aber er sieht dieses Kind da und sagt so, hey, okay, nein, das ist jetzt mein Versteck. Und dann fängt das Kind an zu zählen, bis 20, folgendermaßen. 1, 2, 5, 9, 1, 10, 12, 19, 21, 22, oh, jetzt zählt es noch weiter, 22, 23, scharfes S, Stoppschild, Haftpflichtversicherung, keine Ahnung. Ja, und dann werden sie alle gefunden, oh Wunder. Was soll ich noch erzählen? Ja, was, also ich finde es aber eigentlich ziemlich cool, mit den Kindern zu arbeiten, weil ich merke auch, das ist viel entspannter für mich. Als ich habe davor ein Jahr lang soziale Arbeit gemacht und habe da irgendwelche, die mit sozialer Arbeit irgendwas machen. Cool, ja. Yeah. Meine Begleitperson macht das. Genau. Und was ich gemerkt habe, war, also ich habe mit einem 13-jährigen ADHS-Jungen gearbeitet. Das war mein erster Tag. Ja? Ich hab, und mir ist sowas Peinliches passiert. Es ist mir bis heute noch peinlich. Ich habe nämlich ADHS falsch verstanden. Ich habe nämlich gedacht, bei dem Aufmerksamkeitsdefizit, dass das heißt, der Junge kriegt nicht genug Aufmerksamkeit von seinen Mitmenschen. Was halt mega dumm ist. Und ich habe mich so versucht, so zu motivieren für meinen ersten Arbeitstag, für den ersten Arbeitstag, so vollkommen falsch motiviert. Also, ich werde meinen Job richtig gut machen. Ich werde dem Jungen so viel Aufmerksamkeit schenken, wie noch nie jemand zuvor. Ich werde ihm zuhören. Ja, versucht mal, einem ADHS-Jungen 7 Stunden am Stück zuzuhören. Am Ende hat er mich betreut. Und dann war ich mit ihm so unterwegs und eine Sache, die bei ihm war, er sagt alles, was er denkt. Er hat keinen Filter. Er sagt direkt, es ist immer so gewesen, wenn da so eine hübsche Frau an ihm vorbeigelaufen ist, hat er direkt was gesagt. Oh, die ist ja geil. Das wäre immer ganz schlimm. Und dann saßen wir einmal in der... Ist gleich vorbei? Mach weiter, danke. Danke, Vater. So. Und genau, zum Abschluss. Und dann waren wir in der Bank und es war mega still. Wir waren alleine da. Auf einmal kommen 4 hübsche Frauen rein. So in leichten Sommerklamotten rein. Ne? Und das Erste, was ich höre, ist... wie geil. Weil das kam von mir. Gut, ich glaube, meine Zeit ist um. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank.